Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, es ist immer schön, angeregten Gesprächen bei Kaffee und Kuchen herauszugehen, um sich dann einer Podiumsdiskussion zu widmen. Aber noch lauter, okay. Bevor wir jetzt hier einsteigen, bevor ich meine Gäste hier nochmal vorstelle und begrüße, bevor ich es nämlich nachher vergesse, erstmal meinen ganz, ganz herzlichen Dank an die Moderatoren und Moderatorinnen in den Foren. Ganz herzlichen Dank. Natürlich auch meinen ganz herzlichen Dank an die Referenten, die mit ihrem vielen und großen Fachwissen diese Foren bereichert haben, zur Diskussion angeregt haben. Auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Ebenfalls meinen Dank möchte ich jetzt den vielen Helferinnen und Helfern aussprechen, die diese Veranstaltung organisiert haben, vorbereitet haben, begleitet haben heute. Und stellvertretend für alle namentlich meine ganz persönliche Mitarbeiterin, jetzt sehe ich sie gerade gar nicht, Martina Liller. Und genau. Und natürlich auch Harald Wölter, unserem wissenschaftlichen Mitarbeiter. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr beiden habt also wirklich unverwüstlich ganz viel Arbeit, tolle Arbeit geleistet. Also super, vielen Dank. Ja, dann wollen wir jetzt weitergehen, denn der Blick auf die Uhr zeigt, wir sind schon ein bisschen spät dran. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Minister Schneider, Guntram Schneider mit dem Ministerium mit dem schönen Namen MAIS. Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales. Ganz herzlich willkommen. Ich begrüße hier gleich neben mir Frau Gertrud Servus, und jetzt muss ich ein bisschen ablesen, ich habe das nicht auswendig gelernt, Vorsitzende des Landesbehindertenrates in NRW. Sie haben 1995 das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung und chronischer Erkrankung NRW gegründet und sind seit vielen Jahren die Sprecherin des Netzwerks. Sie sind darüber hinaus Vorsitzende der AWO Neuss und, nee? Doch. Und Mitglied in der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbands Rheinland. Herzlich willkommen. Jetzt zu meiner Linken, Marlies Bredehorst. Du warst ja eben schon mit in einem Forum. Dennoch die, die es eben dann nicht mitverfolgt haben. Marlies Bredehorst ist Staatssekretärin im Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter, also dem MGEPA des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie hat lange Jahre in der Hamburger Sozialbehörde gearbeitet und ist jetzt neben der Landespolitik auch, oder hat neben der landespolitischen Erfahrung auch viel kommunalpolitische Erfahrung. Und zuvor warst du von 2003 bis 2010 Beigeordnete der Stadt Köln als Dezernentin für Soziales, Integration und Umwelt. Herzlich willkommen. Ich glaube, Horst Frehl, da muss ich jetzt nicht alles wiederholen, der ist heute Multitasking in allen Bereichen bei uns tätig. Trotzdem auch hier auf dem Podium nochmal willkommen und danke für die Teilnahme. Ganz außen Martina Hoffnam-Badasch, sicherlich auch vielen bekannt als Sozialdezernentin des Landschaftsverbandes Rheinland. Seit 1999 an der Spitze des Dezernats für Soziales und Integration. Und zuvor leitete sie die Arbeit des psychosozialen Trägervereins in Solingen und ist Diplompsychologin. Herzlich willkommen. Ja, ich habe mir natürlich so ein paar, jetzt muss ich erstmal Klemmerchen entfernen, ein paar Fragen vorbereitet, und wir möchten jetzt eine Diskussion führen und werden das aber in diesem Kreis tun, denn ich glaube, mit 100 Personen jetzt hier, das ist schwierig. Wir haben das jetzt hier so unter uns vereinbart und ich glaube, das kriegen wir auch hin. Herr Minister Schneider, die Landesregierung hat im letzten Jahr den Aktionsplan
Aktionsplan inklusives, oh Gott, NRW inklusiv vorgelegt, Entschuldigung. 5 Kapitel, neue Kultur inklusiven Denken und Handelns, Beteiligung der Betroffenen, Normprüfung, Normprüfungsverfahren, 21 Aktionsfelder, über 100 Maßnahmen werden dort beschrieben. Die NRW-Dialogveranstaltungen haben bereits stattgefunden. Meine Frage jetzt, wo sehen Sie die allergrößten Herausforderungen bei der Umsetzung dieses Aktionsplans NRW und welche Initiativen und Maßnahmen wird die Landesregierung als erstes einleiten? Teilweise sind sie auch schon eingeleitet. Herr Minister Schneider. Jetzt müsste es gehen, ja. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir sind schon bei der Realisierung unseres landesweiten Aktionsplans ein Stückchen weitergekommen. Das begann damit, dass wir vor Weihnachten 2012 den Ausschuss konstituiert haben, hier in diesem Hause. Da gab es eine große Diskussion, und zwar zu der Frage, sollte man dem Beirat, wie er konkret heißt, so konstituieren, dass eine Überstimmung, ein Überstimmen einer Minderheit durch eine Mehrheit möglich ist oder nicht. Wir haben dies ausgeschlossen, weil natürlich unterschiedlichste Träger in diesem Beirat tätig sind und wenn irgendwie möglich mit einer Stimme zu sprechen ist, damit auch alle mitgenommen werden können. Dann bemühen wir uns natürlich um das, was man Bewusstseinsbildung nennt. Ich glaube, das Thema Inklusion hat noch nicht den gesellschaftlichen Stellenwert, der eigentlich notwendig wäre, um in breiteren Kreisen der Bevölkerung notwendige Debatten zu führen. Inklusion ist für viele immer noch ein Fremdwort. Und Inklusion wird, wenn überhaupt, primär mit der Politik von und mit Menschen mit Behinderungen identifiziert. Für mich ist Inklusion etwas Weitergehendes. Das ist ja auch in der Einladung deutlich geworden, es handelt sich eigentlich bei der Inklusion um ein gesellschaftliches Konzept. Es handelt sich darum, dass eine Gesellschaft so beschaffen sein muss, damit möglichst viele Gruppierungen, die ja höchst unterschiedlich sind, Teilhabe in dieser Gesellschaft haben können. Und da gibt es sehr unterschiedliche Bereiche, zum Beispiel den Bereich der Erwerbsarbeit, zum Beispiel den Bereich von Bildung und Qualifizierung, von Teilhabe über die Verbände der Menschen mit Behinderungen. Das ist ja sehr umfänglich. Wir erleben im Moment in Nordrhein-Westfalen eine Zuspitzung des Themas Inklusion auf den Bildungsbereich. Das ist auch durchaus verständlich, weil im Bildungsbereich sowohl bei den Eltern von Kindern mit Behinderungen Ängste vorhanden sind, als auch bei den Lehrern. Ich konnte mich gestern auf dem Gewerkschaftstag der GEW davon überzeugen. Und nicht zuletzt bei den Kindern selbst. Und hier gilt es, Ängste abzubauen, zu verdeutlichen, warum Inklusion auch für die betroffenen Kinder etwas sehr Richtiges und Notwendiges ist. Wir beschäftigen uns darüber hinaus mit dem Thema Arbeit. Hier sind ja auch die Landschaftsverbände sehr aktiv. Es wird darum gehen, nicht nur zukünftig die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen zu fördern. Im Übrigen sind dort zwischenzeitlich 64.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Wir setzen neben den Werkstätten, die natürlich nicht überflüssig sind, vor allem auf Integrationsbetriebe, auf Integrationsunternehmen,
in der Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenarbeiten und die sich am Markt bewähren müssen. Das geht auch, dafür gibt es in beiden Landschaftsverbänden hervorragende Beispiele, die wir auch propagieren wollen. Ein vorletzter Punkt, Normenprüfung. Wir sind das einzige Bundesland, in dem per Kabinettsbeschluss festgeschrieben worden ist, dass alle Gesetze und Normierungen auf ihre Inklusionstauglichkeit hin überprüft werden müssen. Das ist eine Selbstverpflichtung, die nun wirklich sehr, sehr eine sehr hohe Qualität hat. Und ein allerletzter Punkt, wir beschäftigen uns natürlich bundespolitisch mit Inklusionspolitik, mit der Frage eines eigenständigen Budgets, mit vielen anderen Dingen mehr, die letztendlich auch über den Bundesrat zu transportieren sind, die aber entschieden werden am 22. September und wie es da ausgeht. Sie sehen also, es gibt einen bunten Strauß an Aktivitäten im Hinblick auf unseren Plan. Die Zeitschiene ist sehr ehrgeizig. 2020 soll Inklusion erreicht sein. Ich habe da in zwei Punkten meine Bedenken. Einmal ist das nicht mehr lange hin. Und zum anderen ist für mich Inklusion nicht verbunden mit einem Endpunkt, sondern Inklusion ist eigentlich ein immerwährender Prozess. Vielleicht haben wir diesen Gesichtspunkt in diesem Plan etwas zu wenig berücksichtigt, aber man kann ja dazu lernen. Dankeschön. Ja, ich denke ebenfalls, da haben Sie mir gleich das Stichwort gegeben für Frau Servus. Die Teilhabe der Betroffenen ist ein großes Thema, hat ja auch irgendwie dazu geführt, aus dem Widerstand heraus nicht nur zugucken müssen oder in geschützten Schonräumen das Leben zu verbringen. Das hat ja dazu geführt, diesen Wunsch und diese Forderung nach Teilhabe laut werden zu lassen. Ich glaube, der ist auch angekommen. Sind wir schon am Ende? Oder wo liegen Ihre Wünsche ganz besonders? Wo muss es noch schneller vorangehen? Also ich weiß nicht, ob wir am Anfang oder in der Mitte sind, aber am Ende sind wir sicherlich noch lange nicht, denn ich sehe das auch genauso. Das ist am Schluss. Ja, das auch mal. Denn ich denke, das ist schon richtig, es ist ein Prozess. Aber ich möchte noch einen Punkt vorneweg sagen. Es ist ein Recht von Bürgerinnen und Bürgern. Es ist ein Konzept aber zur Umsetzung der Menschenrechte. Das müssen wir uns klar machen. Und die Menschenrechte, die einzuhalten, hat sowohl der Bund, auch die Landesebene, als auch die Kommune verpflichtet. Und deshalb kann ich diese Diskussion um das Konnexitätsprinzip, also nach dem Motto, wenn das Land die Möglichkeiten bestellt, muss es auch bezahlen, das empfinde ich so als ein Totschlagargument, weil Menschenrechte umzusetzen, ist unsere allgemeine Verpflichtung. Und wenn Sie sagen, was erwarten wir? Wir erwarten mehr Tempo. Und wir erwarten eine echte Beteiligung. Und wenn ich das jetzt ganz konkret sage, der Plan, der Aktionsplan, da haben ja auch viele Einrichtungen von Menschen mit Behinderungen konstruktiv mitgearbeitet. Und da geht es jetzt darum, es konkret in die Praxis umzusetzen. Und wir müssen darauf achten, dass es nicht an Finanzierungsvorbehalten scheitert. Das ist das eine. Das zweite, das wurde ja auch heute in den Foren deutlich. Die Foren haben ja gezeigt, dass das Thema Arbeit, Mobilität, Kommunikation, das sind Grundvoraussetzungen, die erledigt sein müssen, damit also Inklusion gelingt. Und dann kann man dann gemeinsam gucken, wie sieht das eben aus, dieses Leben im Quartier. Und von daher wäre aber für uns noch wichtig, auf jeden Fall ganz konkret, als wir sagen, wir müssen das Landesbehindertengleichstellungsgesetz novellieren und wird überarbeitet, um eben an die Gedanken der UN-Behindertenrechtskonvention anzupassen. Aber wir müssen auch, und da bin ich mehr als ungeduldig, obwohl man mir das nicht ansieht, wir müssen das Thema inklusive Bildung voranbringen. Denn wir haben
seit mehr als 30 Jahren positive Modellversuche und wir wissen, dass es geht und wir wissen, dass es Menschen, den Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung also nach vorne bringt, neue Informationen gibt. Und Inklusion ist ja kein Wert an sich. Man muss ja miteinander kommunizieren können, man muss gemeinsame Interessen haben, man muss diese gemeinsamen Interessen auch formulieren und ausleben können. Da brauchen wir gerade auf der kommunalen Ebene, brauchen wir Freizeitangebote, gemeinsame, sage ich jetzt mal, gemeinsame Lebensformen, Kultur oder was auch immer. Es wird ja nicht so sein, dass man sagt, hallo, heute leben wir inklusiv und jeder weiß ja gar nicht, was er damit anfangen soll. Von daher wäre mir nochmal, oder ist uns als Landesbehindertenrat auch ganz wichtig, mit den Betroffenen vor Ort, weil Inklusion findet in der Kommune zunächst statt, mit den Betroffenen vor Ort die Prioritätenliste zu erarbeiten. Denn die wissen genau, was sie jetzt konkret brauchen zunächst, weil es eben natürlich schrittweise erarbeitet werden muss. Nur ich habe also, ich bin ein Leben lang behindert, ich verfüge also um viele Erfahrungen und ich habe immer das Gefühl, wir gehen drei Schritte vor und zwei zurück. Und es wäre schon gut, wenn wir jetzt wirklich alle mal gemeinsam nach vorne gehen würden. Und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass man sagt, Inklusion, inklusives Leben betrifft uns alle. Ist kein Thema von Menschen mit Behinderungen. Es ist auch kein Thema von sogenannten Randgruppen. Sondern jeder Mensch möchte sich mit seinen Fähigkeiten dort einbringen, wo er es für richtig und richtig hält. Und wie wir diese Rahmenbedingungen dann konkret umsetzen, ich denke, da wird es noch eine lange Diskussion geben, vor allen Dingen auch in dem Bereich, und da diskutieren wir zwar immer sehr offen, aber kontrovers, in dem Bereich der politischen Teilhabe. Wenn Menschen mit Behinderung oder auch andere in Gremien angehört werden, ist das nur eine mittelbare Teilhabe, weil ihre Entscheidungen werden ja nicht unbedingt umgesetzt. Es gibt auch nicht so etwas wie ein Vetorecht oder so. Und von daher sage ich jetzt mal auch erstmal, wir sind in einer repräsentativen Demokratie. Von daher würde ich jetzt erstmal an alle demokratisch formierten Parteien erstmal auch den Appell richten, nehmt Menschen mit Behinderungen auf und an die Menschen mit Behinderungen nach dem Motto, wenn ihr was verändern wollt, müsst ihr euch auch einbringen. Das ist das eine. Aber das zweite ist auch, wie wir in der Kommune es schaffen, Gremien so zu gestalten, dass wirklich jeder teilhaben kann. Und wirklich jeder teilhaben heißt für mich auch, dass der Mensch auch teilhaben kann, der sich nicht alleine sprachlich äußern will. Sonst haben wir nämlich wieder diese Unterscheidung in den sogenannten Fitten, in Anführungsstrichen, die dann so gerne vorgezeigt werden. So Frau im Rollstuhl ist halt mal ganz praktisch. Aber die Menschen, die dazugehören, haben unterschiedliche Einschränkungen. Und sie verdienen alle den geeigneten Respekt, egal ob sie jung oder alt, Migrationsgeschichte oder wie auch immer, oder queer oder wie auch immer ihr Leben gestaltet ist. Und ich glaube, da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Also wir müssen lernen, auch wieder ein bisschen mehr Geduld zu haben, einfach um bestimmte, wie soll ich sagen, also wenn etwas anders ist, das einfach auch mal so hinzunehmen und zu tolerieren, damit umzugehen. Die Behindertenbeauftragten in den Städten und Gemeinden, ist das ein richtiges Instrument? Das kommt auf den Behindertenbeauftragten an. Das ist natürlich in jedem Amt so, man kann es nutzen und man kann es auch sanft ruhen lassen. Es wäre schön, wenn wir bei der Novellierung des Behindertengleichstellungsgesetzes NRW, wenn wir da nicht mehr von einem Behinderten oder einer Behindertenbeauftragten sprechen würden, sondern von einem Inklusionsbeauftragten. Und dass man dann auch nicht mehr dividiert, also das ist jetzt der Seniorenbeauftragte, dann haben wir noch einen Beauftragten für die Kinder und dann haben wir noch für diesen und für jenen, sondern dass man sich wirklich ein Gremium schafft, wo es wirklich um echte Teilhabe und Inklusion geht. Das heißt aber auch, dass diese
Beauftragten auch ausgestattet sein müssen. Mit einem Büro, mit Finanzmitteln, mit der Möglichkeit, auch Eingaben zu machen. Es ist immer in den Kommunen, die Beiräte, es gibt sehr gute Beiräte, gar keine Frage, aber sagen alle Abgeordneten, jetzt geht er mal alle in den Sozialausschuss, ne? Aber wenn ich in der Kommune was verändern will, muss ich in den Finanzausschuss. Das ist klar. Oder in den Planungsausschuss. Soziales und Gesundheit ist wichtig, aber nicht das Alleinige. Und das sind aber die Gremien, die dann eben den Beiräten eigentlich verschlossen sind. Ja, meistens sind sie ehrenamtlich, genau, und nicht angegliedert als stimmberechtigte Mitglieder in den Gremien. Mhm. Okay, ja, schönen Dank erstmal. Gucken wir mal, wie es in den Quartieren auch sonst noch aussehen kann. Marlies Bredehorst. Die UN-Behindertenrechtskonvention formuliert das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung. Welche Aktivitäten sieht die Landesregierung hier vor? Jetzt. Die Frage, so jetzt haben wir es. Die Frage war ja nach dem Gebiet Gesundheit. Ich will vielleicht vorher noch mal sagen, was ich wirklich klasse an dem Landesplan jetzt finde, ist, dass er wirklich als Querschnittsangelegenheit angelegt ist. Das ist ja auch eine durch die UN-Behindertenrechtskonvention auch vorgegeben, aber durchaus noch nicht in allen Köpfen drin, dass es eben keine soziale Angelegenheit ist, sondern wirklich eine Angelegenheit, die alle Bereiche betrifft. Und interessanterweise ist es bei uns im Ministerium, wir haben ja die so klassische Sozialbereiche, Gesundheit, Pflege, Alter, da ist es hochinteressant, dass alle immer davon ausgegangen sind, das ist ja behindertengerecht. Da wird ja gepflegt, das kennt man in der Pflege, in der Gesundheit und Alter hat ja auch viele Bezüge zu Behinderung und da muss gar nicht so viel getan werden. Und da haben wir gemerkt, dass es erstmal auch da Barrieren zu überwinden galt, wirklich zu gucken, auch querschnittsartig zu gucken, ist denn die Behindertenrechtskonvention in allen Bereichen des Gesundheitswesens wirklich ausgefüllt und es geht nicht nur um Barrierefreiheit. Und es geht nicht nur um Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrende, nicht? Sondern es geht um einen weiten Begriff von Barrierefreiheit, aber um noch viel mehr. Und ich glaube, wir haben das inzwischen geschafft. Es liegt auch an Menschen bei den Ärztekammern zum Beispiel, die zum Teil selber fachkundiger sind. Wir haben das geschafft, dass wir in der Gesundheitskonferenz, in der Landesgesundheitskonferenz verabredet haben, das ist jetzt unser Schwerpunktthema. Und wir arbeiten mit allen aus dem Gesundheitswesen daran, dass wir tatsächlich einen guten Plan hinkriegen, wie wir das Gesundheitswesen im Sinne der UN-Konvention ausgestalten. Ich könnte jetzt viele Bereiche sagen, ich glaube, das wird hier den Rahmen etwas sprengen. Wird es dann Assistenzen geben im Krankenhaus, die eben die Menschen begleiten? Ja, das ist ja auch so ein Thema. Vieles hängt auch vom Bundesrecht ab und da sind wir dran, da sind wir auch gemeinsam mit dem MAIS dran, sowohl das SGB und es gibt ja auch Schwierigkeiten und Schnittstellen, die nicht gut laufen zwischen SGB 5 und SGB 11, aber auch SGB 9 und die sozusagen auch weiterzuentwickeln, dass Pflege allgemein nicht einschließt, dass dann alles, dass, jetzt so ein Beispiel, wenn Demente ins Krankenhaus kommen, in die chirurgische Abteilung, ist völlig klar, dass die chirurgische Abteilung damit zunächst nicht umgehen kann und da müssen sich die Krankenhäuser ganz neu aufstellen. Aber es geht eben nicht nur um Menschen mit Demenz, sondern um vielerlei, verschiedenerlei Behinderungen und wie kann sowas organisiert sein? Da müssen wir zum Teil nachbessern bundesgesetzlich, da kann man zum Teil auch schon jetzt
versuchen, das besser hinzukriegen, auch mit Hilfe der Krankenkassen. Und da ist noch viel zu tun. Also Menschen, ich komme jetzt noch mal einmal zu Ihnen zurück, Menschen mit Behinderung, die ins Krankenhaus kommen, gerade junge Menschen, die haben ja häufig keine Familie, keinen Familienzusammenhang. Eltern leider schon verstorben, selten Geschwister und die wenigsten oder wenige haben nur eine eigene Familie gegründet. Welche Bedürfnisse sind denn da und was ist da dringend zu lösen? Also bei uns Menschen mit Behinderung ist es immer eine drohende Katastrophe, wenn wir ins Krankenhaus müssen, weil die Akutkrankenhäuser sind überhaupt nicht darauf eingestellt, einen Menschen ganzheitlich zu betrachten, den Zusammenhang zu sehen zwischen chronischer Erkrankung und Behinderung oder die Wechselwirkungen. Es gibt nur ganz wenige barrierefreie Zimmer, die dann auch gut zu nutzen sind. Das Gleiche gilt für die Untersuchungseinrichtungen und ich sage mal, das DRG-System hat ja auch dazu beigetragen, dass keine Zeit in der Pflege herrscht. Und dass auch in der Ausbildung, die sowohl die in der Ausbildung der Pflegenden als auch der Ärztinnen und Ärzte, da sehr wenig bekannt ist um die Lebenssituation und Gesundheitssituation von Menschen mit Behinderung. Also da ist wirklich ein großer Forschungsbedarf notwendig. Es gibt Krankheiten, da reagieren die üblichen Narkosemittel paradox. Das heißt, man wird wacher und wenn ich das nicht weiß, dann geht dann also bei der Operation alles schief. Oder dass man mir sagte, hey, das ist aber ein schöner Rollstuhl, den nehme ich jetzt mal zur Transporteur, weil hier doch jemand da von Station A zu Station B getragen wurde. Der Rollstuhl, das sind meine Füße, die verleihe ich nicht. Und als ich dann sagte, es tut mir leid, aber mein Rollstuhl, der bleibt bei mir, sie sind aber zickig. Also das ist also klar, dass man da noch sehr wenig weiß. Und das wird umso schlimmer, je weniger der Mensch kommunizieren kann. Von daher gehen ja viele Menschen, die in Wohngruppen leben, dazu über, dass sie sagen, wir schicken also unser Personal als Begleitung, als Assistent mit ins Krankenhaus. Aber da ist dann immer die Frage, wie wird das finanziert? Und wenn also Betreuerin A jetzt Frau Müller mit ins Krankenhaus begleitet, dann ist ja klar, dass ihr Arbeitsplatz, wo sie sonst arbeitet, in dem Moment ja nicht besetzt ist. Und da muss also sowohl über die Pflegeversicherung, also überhaupt im Gesundheitswesen, da muss noch sehr viel nachgedacht werden. Ja, Hinweis Pflege oder im Quartier leben und da habe ich meine Assistenz, die nehme ich dann eventuell mit. Wäre dann nochmal die Frage nach dem Quartier. Der Landespflegeplan wird neu gestaltet oder überhaupt, es wird ein neues Landespflegegesetz geben, wo WTG und also Wohn- und Teilhabegesetz und das Landespflegegesetz zusammengefügt werden sollen. In etwa. Ja. Aber ein wichtiges Thema darin ist ja auch die Quartiersfrage, die jetzt da überhaupt einen Stellenwert gewinnt. Also für uns ist die Quartiersfrage oder die Schaffung von altengerechten Quartieren eine ganz, ganz wichtige Frage. Wenn man überhaupt sich den demografischen Wandel anguckt und die Frage der zunehmenden Pflegebedürftigkeit, sagen wir von unserem Ressort her, das kann nur so gelöst werden, dass wir ein langes Verbleiben, ein langes Wohnen im Quartier ermöglichen können und auch Pflegebedürftigkeit und ein Leben mit Pflegebedürftigkeit im Quartier schaffen können und uns eher weniger oder lösen von stationären Einrichtungen und eher gucken, wie kann man eine Pflege im Wohnquartier zu Hause oder in Wohngemeinschaften oder wie auch immer in kleinen Einheiten, wie kann man sowas hinkriegen? Und wir versuchen mit unserer Reform des Landespflegegesetzes und des Wohn- und Teilhabegesetzes, die werden gleichzeitig reformiert, versuchen wir diesen Gedanken auch zu befördern durch vielerlei
Paragraphen, aber letztendlich steckt immer dahinter, und das versuchen wir gemeinsam mit den Kommunen auch hinzukriegen, so eine Vision, wie kann eigentlich ein gutes, altengerechtes Quartier aussehen. Und ich rede immer von altengerechten Quartier. Wir sind hier in einer Inklusionsveranstaltung. Wir bleiben ja bei unseren Fachressorts und versuchen aber innerhalb der Landesregierung, da sind ja viele Ressorts, die an einer guten Quartiersentwicklung arbeiten. Das ist nicht nur Inklusion, das ist auch Sozialraum, also Familie und Jugend und Kinder. Das ist Stadtentwicklung, Bauen. Alle arbeiten oder alle wissen, dass der Quartiersgedanke sozusagen das Wichtigste ist, da, wo nämlich die Menschen wohnen. Und das versuchen wir jetzt stark zu forcieren. Und eine alte, jetzt sind wir wieder beim Pflege- und Wohn- und Teilhabegesetz, da eben ein Wohnen im Quartier zu ermöglichen und nicht zu verhindern, was bisher durch die jetzt bestehenden Gesetze zum Teil erfolgt. Ich denke, die Überschneidung der Arbeitsbereiche, die kommt ja zwangsläufig. Ne? Horst Rehe, wesentliche Punkte zur Umsetzung der UN-Konvention ist ja die Angleichung an der Rechtsnormen, an bestehende Gesetze, die Gesetze an bestehenden Normen. Es werden ja keine neuen Gesetze geschaffen. Wir haben Gesetze, die eben an neue Definitionen, Lebensdefinitionen angepasst werden müssen, kann man ja sagen. Wir sind da schon dabei. Landespflegegesetz ist schon genannt worden, Kommunikationshilfegesetz, Behindertengleichstellungsgesetz. Welche wesentlichen gesetzlichen Veränderungen müssen schleunigst erfolgen? Also ich habe ja eben hier schon gehört, und ich finde, das ist ja eine berechtigte Forderung, ein bisschen Tempo ins Getriebe bringen. Da ist eine gewisse Ungeduld spürbar, völlig zu Recht. Horst. Ich denke, die Frage, ob erst Bewusstsein verändert werden muss oder erst die Gesetze geschaffen werden müssen, die ist durch die UN-Behindertenrechtskonvention entschieden. Es müssen jetzt die Gesetze dem Auftrag der UN-Behindertenrechtskonvention angepasst. Und ich gehe mal von hinten nach vorne. Im Artikel 9 der Behindertenrechtskonvention ist zum Beispiel zur Frage der Barrierefreiheit die Aufforderung, auch bestehende genehmigte Bauten und genehmigte Strukturen anzufassen und zumindest unter den Bedingungen, die Amerikaner haben ein rechtliches Instrument dafür, reasonable accommodation, das heißt eine zumutbare Veränderung vorzunehmen, um mehr Barrierefreiheit herzustellen. Das wäre Artikel 9. Ich springe gleich mal zu Artikel 19. Dort haben wir zum Beispiel eine Aufforderung, dass eine Sonderwohnform nur noch der Ausnahmefall sein soll, sondern dass grundsätzlich die Dienste und Unterstützungsleistungen in der Kommune zu erbringen sind und inklusiv zu erbringen sind. Das bedeutet, dass wir den Kampf mit den Einrichtungsträgern aufnehmen müssen. Wir haben eine Vereinbarung mit der freien Wohlfahrtspflege geschaffen in Bremen, wo wir verbindlich vereinbart haben, 5% der stationären Plätze pro Jahr abzubauen. Heute Morgen haben wir zusammengesessen und darüber nachgedacht, wie wir das jetzt angehen können. Wir sind noch nicht sehr weit gekommen, aber wir wollen jetzt die nächsten Schritte überlegen, wie das gemacht wird. Wir haben auch da, wo wir eigentlich keine Steuerungsmöglichkeiten haben, zum Beispiel bei dem Bau von Pflegeheimen, haben wir vor, ähnlich wie es Baden-Württemberg gemacht hat, eine Quote festzusetzen. Wir haben also ein Wohn- und Betreuungsgesetz, das dem WTG hier in Nordrhein-Westfalen sehr ähnlich ist. Und da ist eine der Aufforderungen der Betreiber, die Kommunikation mit dem Stadtteil zu ermöglichen. Und da gehen wir davon aus, dass bei einer Einrichtung mit über 60 Plätzen eine solche Möglichkeit nicht mehr gegeben ist. Wenn wir diese Grenze einführen, haben wir genau die Investoren abgeschreckt, die ab 80 Plätze ihr Konzept für rentierlich halten. Also auch auf diese Art und Weise versuchen wir vorzugehen, um
dann die Entstehung solcher Komplexe zu verhindern. Das heißt also Artikel 19 umzusetzen. Dann gehen wir weiter nach Artikel 24, das ist die Bildung. Da gibt es bei uns auch im Augenblick wegen ein paar verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler so ein gewisses Rollback, weil auch die Ehefrau des Präsidenten des Senats Sonderschullehrerin ist. Das ist natürlich auch immer hinderlich. Aber jedenfalls versuchen wir dort Sonderschulen komplett und Sonderbetreuung komplett eine Sonderbildung abzuschaffen. Dann kommen wir zu Artikel 26, da geht es um Habilitation und eine Rehabilitation. Das findet fast ausschließlich in stationären Einrichtungen statt, also Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke. Wir müssen eine andere Ausbildungsform, betriebsnahe Ausbildungsform stärker fördern. Und dann kommen wir zu Artikel 27 und der liegt mir als Zuständiger für die Werkstatt besonders im Magen, da soll ein Einkommen mit der Arbeit erzielt werden. Das ist in Werkstätten nicht der Fall. Das heißt, da müssen wir überlegen, ob wir nicht das Konstrukt, dass die Behindertenbeschäftigten in der Werkstatt das Unternehmerrisiko tragen, wie kein Arbeitnehmer, nämlich das, was sie ausgezahlt bekommen, hängt davon ab, wie erfolgreich die Werkstatt ist. Und ob wir diese Form von Vergütung nicht ändern und ob wir nicht das umwandeln. Natürlich, Sie haben es, Herr Minister, gesagt, Integrationsbetriebe, darauf setzen wir auch. Ich denke auch, dass wir das Instrument der unterstützten Beschäftigung erweitern müssen. Das ist in Deutschland viel zu eng ausgelegt. Ich habe das in Amerika damals kennengelernt und auch in die deutsche Debatte in den 80er Jahren eingespeist. Die Bundesregierung hat dann 30 Jahre gebraucht, das in Gesetze fast umzusetzen, oder 20 Jahre. Aber da denke ich, da müssen wir mehr Leute auch, die stark leistungsgemindert sind, mit diesen Instrumenten unterstützen und auch ihnen eine Chance auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geben. Das, denke ich, war so eine Tour de raison. Ich glaube, da haben wir ganz klare Aufträge von der Behindertenrechtskonvention. Und wir dürfen zum Beispiel so etwas, viele Leute haben ja Angst, in Heime abgeschoben zu werden. Und wir dürfen sowas wie den Paragraphen 13 Absatz 1 SGB 12 nicht mehr anwenden. Da bin ich fest von überzeugt. Ich habe bei mir die Weisung gegeben, den nicht mehr anzuwenden. Das heißt also, auch wenn eine ambulante Betreuung teurer ist, dann ist das Recht, unabhängig von einer Sonderinstitution die Unterstützung zu erhalten, weiterhin gegeben. Das halte ich für ein Menschenrecht. Und alles andere halte ich für menschenrechtswidrig. Ja, ein klares Statement. Ich möchte mal ganz gern noch ein heißes Eisen anfassen. Wenn wir sagen, wir haben Gesetze, es werden keine neuen oder jetzt im Moment in dem Zusammenhang nicht neue Gesetze formuliert, sondern die Normen werden entsprechend angepasst. Wo bleibt denn da die Frage der Konnexität? Ich erlebe das im Moment so, dass der Ruf nach der Konnexitätsverpflichtung des Landes zum Teil so ein bisschen Bremsschuh ist. Ich sage das jetzt mal vielleicht auch ganz provokativ. Wie gehen wir denn damit um? Besteht das überhaupt, das Problem? Ja, Herr Minister, sagen Sie es ruhig ins Mikrofon. Wollte ich sagen, ich bin nicht der richtige Ansprechpartner. Aus der Sicht der Landesregierung gibt es bei der Umsetzung der Inklusion nicht das Problem der Konnexität. Wie eben schon dargestellt worden ist, bezieht sich die UNO-Konvention auf alle Gebietskörperschaften, auf alle Ebenen. Das heißt, die Kommunen haben schon jetzt die Verpflichtung, unabhängig von manchen Gesetzen, Schulrechtsänderungsgesetz und, darum geht es ja aktuell in NRW, für Konnexität zu sorgen. Ist also nicht so, wie der Städtetag die Auffassung vertritt, das Land weist die Kommunen per Gesetz an, Inklusion in Angriff zu nehmen. Dem ist nicht so, schon jetzt sind die Kommunen verpflichtet, Inklusion auf den Weg zu bringen. Und dennoch
Deshalb ist diese Diskussion über die Konnexität wirklich ein Hemmschuh. Wir sollten uns viel mehr beschäftigen mit konkreten Schritten in Richtung Inklusion und nicht mit diesem Thema. Letztendlich wird dieses Thema juristisch entschieden. Ich bin fest davon überzeugt, die Spitzenverbände der Städte und Gemeinden werden klagen und dann werden wir sehen, wo wir ankommen. Unsere Juristen, soweit es da etwas Objektives gibt, ehrlich war, sind der Auffassung, Konnexität liegt hier nicht vor. Klare Worte. Gehen wir mal eine Ebene weiter. Martina Hoffmann-Badasch, seit einiger Zeit wird über die Reform der Eingliederungshilfe diskutiert. Da gibt es viele Ideen, Leistungen und Inhalte auf die Anforderungen der Behindertenrechtskonvention auszurichten, um eben Selbstbestimmung und Teilhabe festzulegen, sicherzustellen. Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz hat Reformbedarf festgestellt, hat auch Änderungsvorschläge unterbreitet. Wohlfahrtsverbände formulieren ebenfalls ihre Ziele, mitunter eigene Reformziele. Und die Kommunen fordern ein, von der ständig steigenden Kostenlast der Eingliederungshilfe entlastet zu werden. Alle, die hier mit Kommunalpolitik befasst sind, wissen, dass die kommunalen Haushalte insbesondere unter der Last der Soziallasten, und da ist die Eingliederungshilfe oder Maßnahmen zur Eingliederungshilfe sind da ein großer Posten, die Kommunen, die wackeln darunter. Wohin muss sich die Eingliederungshilfe denn jetzt entwickeln? Was muss ich verändern? Das sind ganz einfache Fragen, schnell zu beantworten. Und ja, wie sieht die derzeitige Debatte aus? Ja, die Rahmenbedingungen wurden ja von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern schon benannt. Das ist auch für die Eingliederungshilfe gilt. Es ist eine Weiterentwicklung unter der Perspektive der UN-Behindertenrechtskonvention voranzubringen. Und gleichzeitig, du hast es angesprochen, haben wir die Situation hier in Nordrhein-Westfalen, dass die Kommunen, die die Leistungen der Eingliederungshilfe finanzieren, finanziell am Rande ihrer Möglichkeiten angekommen sind. Und das angesichts einer immer weiter steigenden Zahl von Menschen mit Behinderung, die Unterstützung benötigen, die auch einen Rechtsanspruch auf Unterstützung haben, sowohl dann, wenn sie Hilfen wohnen benötigen, als auch wenn sie Hilfe benötigen und Unterstützung im Arbeitsleben. Und angesichts dieser Situation sind wir als Kommunalverbände natürlich sehr erfreut, dass jetzt der Bundesrat, Herr Minister Schneider sprach es eben schon an, jetzt Ende März einstimmig entschieden hat oder einstimmig eine Empfehlung ausgesprochen hat. Wir fordern ein Bundesleistungsgesetz, das die bisherige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ablöst. Wir fordern ein Bundesleistungsgesetz, das auf der einen Seite dafür sorgt, dass der Bund den Trägern der Leistungen für Menschen mit Behinderung finanziell unter die Arme greift. Man war da ja sehr mutig und hat gesagt, der Bund soll zukünftig alles bezahlen. Naja, da wird man sehen, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall wird mit dem Gesetz auch gefordert, es geht nicht nur um Geld, sondern es geht auch um fachlich-konzeptionelle Weiterentwicklung. Und das finde ich das sehr Positive an dieser Initiative. Wir wollen fachlich-konzeptionelle Weiterentwicklung und wir wollen eine neue Kostenverteilung in diesem Bereich. Und der Bundesrat hat ja auch explizit gesagt, wir wollen Weiterentwicklung im Sinne der Menschen mit Behinderung. Uns geht es nicht um Standardabbau in irgendwelchen Bereichen. Das ist aus unserer Sicht, gehen von diesem Beschluss also wichtige Impulse aus. Und wir sprachen ja eben auch über das Thema Wohnunterstützung. Mit dem Beschluss sagt man ganz klar, wir wollen auch in dem Bereich neue Wege gehen, weg von den stationären Wohnen in Sondereinrichtungen hin zu inklusiven Wohnformen, hin zur Unterstützung des Lebens im inklusiven sozialen Raum von Menschen mit und ohne Behinderung. Also wir haben hohe Erwartungen daran, dass am 22. September man diesen Beschluss des Bundesrates auch ernst nimmt und dass eben sowohl fachlich-konzeptionell als auch finanziell das Thema angegangen wird und das auch möglichst bald.
Also nicht nur Geld sägen und Taler übers Land verteilen, sondern auch Strukturen schaffen, die eine, vielleicht auch Vereinheitlichung in der Republik herstellen, Standards, eine gewisse Gleichmäßigkeit der Standards in den Bundesländern herstellt? Also es geht mit dem Beschluss auch darum, und das unterstütze ich auch sehr, bundesweite Eckpunkte für fachliche und konzeptionelle Handlungsformen zu entwickeln, dass man also sagt, bundesweit soll gelten, dass die Ermittlung des Unterstützungsbedarfs personenzentriert erfolgt. Es soll bundesweite Eckpunkte auch für ein Bedarfsermittlungsverfahren geben. Und wir hatten das in unserer Arbeitsgruppe zum Thema Arbeit und Beschäftigung, wo auch deutlich wurde, da sind die Unterschiede in den Bundesländern so groß, auch das muss sich ändern. Gut, warten wir auf den 22. September. Die also ich denke, wir sollten nicht nur warten, sondern auch jetzt in dem anstehenden Wahlkampf unsere Partei, aber auch alle anderen Parteien mit diesen Erwartungen an eine neue Bundesregierung auch konfrontieren. Ich glaube, diese Auseinandersetzung ist am Abend des 22. September nicht beendet. Auch wenn Rot-Grün die Regierung übernehmen wird, wird es finanzielle Engpässe geben, Finanzminister und andere. Das heißt, es findet dann die Auseinandersetzung auf einer anderen Ebene, hoffentlich auch auf einem anderen Niveau statt. Aber dass dann der große Geldsegen beginnt, das vermag ich nicht so einzuschätzen. Also die Länder haben hier so etwas wie eine Wächterfunktion wahrzunehmen. Das, was hier gesagt wurde, ist ja richtig. Aber es ist ja jetzt auch schon viel Geld im System. Und von daher ist für mich die Frage, wie kann ich das vorhandene Geld im System sinnvoll verteilen? Bleiben wir doch mal bei dem Beispiel der Werkstätten. Der Horst Freer hat ja eben richtig beschrieben, wie gering die Entlohnung in den Werkstätten ist. Gleichzeitig werden diese Menschen aber durch unterstützt, Grundsicherung und Ähnliches, damit sie also angemessenes Leben führen können. Da wäre doch zu fragen, kann ich ein Entlohnungssystem schaffen, das dem Menschen direkt zugutekommt? Wobei ich noch einen Gedanken sagen möchte, was ich also gerade an den Werkstätten so besonders widersinnig finde. Erstens mal, sie waren ja gegründet als vorübergehend, das ist ja jetzt schon lange vorbei. Und es ist dann so, es wurden die Menschen ausgegliedert, weil sie angeblich wenig leisten konnten. Und weil sie wenig leisten können, werden sie in einem teuren System ganz gering entlohnt. Warum kann ich nicht einfach sagen, die Leistung, die der Mensch bringt, sind 100%. Und für diese Leistung, egal wie sie aussieht, bekommt er diesen Lohn, den er zum Leben braucht. Müssen wir noch eine Menge nachdenken, aber es wäre vielleicht sinnvoll, nachzudenken. Nachdenken ist sowieso immer richtig, aber ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort für Martina Hoffmann-Ballasch. Ja, weil ich denke, Frau Servers hat jetzt gerade ein Beispiel genannt, was deutlich macht, wie wichtig eben eine neue gesetzliche Regelung, ein Bundesleistungsgesetz ist. Im Moment darf der Träger der Eingliederungshilfe, der ja die Werkstätten finanziert im Arbeitsbereich, die Gelder nur einsetzen, wenn der behinderte Mensch als nicht arbeitsfähig deklariert ist. Sobald er arbeitsfähig ist, also am allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein kann oder will, darf ich als Träger der Eingliederungshilfe keine finanzielle Unterstützung mehr leisten. Das ist für mich ein Punkt, der auch geändert werden muss, wo man neue Wege gehen muss, wo man diese Ideen des Budgets für Arbeit, die wir hier in NRW erproben, wo wir hier Modelle machen, aber auch in anderen Bundesländern erfolgreich Modelle gemacht worden sind, wo man diese Ideen weiterentwickeln muss. Und es ist so, dass die Werkstatt für behinderte Menschen als Institution im SGB XII verankert ist. Es steht nicht im SGB XII, der Mensch hat ein Recht
auf finanzielle Unterstützung zur Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung, sondern es steht da drin, er hat ein Recht darauf, in die Werkstatt zu gehen. Auch das sind Punkte, die über eine Reform aufgegriffen werden müssen, dass wir mehr Flexibilität, mehr Alternativen, mehr neue Wege beschreiten können. Also Anpassung der Gesetze an neue Normen, nicht nur auf Landesebene, sondern auch auf Bundesebene, nämlich bei unseren Sozialgesetzbüchern. Horst Rehl. Ja, jetzt mache ich mal Werbung in eigener Sache. Ich gehe ehrenamtlich zu dem Forum Behinderte Juristinnen und Juristen und wir haben eine Lösung für dieses Problem, das du aufgeworfen hast, Martina, konzipiert. Wir haben nämlich die Beschäftigung unter nicht üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes konstituiert. Das heißt, ein Bindeglied geschaffen zwischen der vollen Erwerbsminderung und der vollen Erwerbsfähigkeit. Und mit dieser Beschäftigung wäre es möglich, die Leistungen, die in der Werkstatt gezahlt werden, ich habe das mal ausgerechnet, uns kostet ein Werkstattbeschäftigter 2.000 Euro im Monat, das sind 24.000 Euro im Jahr. Wir könnten auch einen Bruttolohn von 24.000 zahlen, wenn wir dem Arbeitgeber für die Arbeitsleistung auch noch etwas zumuten, ähnlich wie in Rheinland-Pfalz, dass wir sagen, bis Obergrenze der Finanzierung sind 70%. 30% muss mindestens der Arbeitgeber leisten, dann könnten wir auf diese Art und Weise eine auskömmliche Beschäftigung behinderten Menschen ermöglichen, ohne mehr zu zahlen. Und ich denke, dazu bedarf es im Grunde genommen eine mutigen Vorgehens. Rheinland-Pfalz hat das ohne Rechtsänderung gemacht. Niedersachsen macht das auch in Form des Budgets für Arbeit. Ohne Rechtsänderung, aber ich wäre auch für eine rechtliche Klarstellung, um hier die überwiegende Juristenmeinung nicht zu konterkarieren, sondern im Grunde durch eine klare rechtliche Regelung dann auszuhebeln. Also wir haben eben, das muss man nochmal sagen, vollerwerbsgemindert ist, wer unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht in der Lage ist, mehr als 15 Stunden in der Woche oder 3 Stunden am Tag zu arbeiten. Die üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes verändern sich ständig. Was die üblichen Bedingungen sind, habe ich als Richter, der für Rentenrecht zuständig ist, ständig wieder neu entscheiden müssen. Das ist nicht ganz einfach, das zu unterstellen. Und die üblichen Bedingungen, haben wir gesagt, wenn jemand ohne Subventionierung nicht vermittelt werden kann, dann ist es eine nicht übliche Bedingung, also nicht übliche Beschäftigung. Und dann ist die Subventionierung möglich. Also so, denke ich, könnte man das lösen, ohne dass man groß in die Geldkasse greifen kann. Und behinderte Menschen haben dann einen regulären Arbeitsplatz zu regulären Arbeitsbedingungen, nicht ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis wie im SGB IX, in den Werkstattvorschriften, sondern hat die eine volle, auch versicherungspflichtige Tätigkeit. Ja, das ist beeindruckend, finde ich, wie wir oder unsere Referenten locker aus dem Ärmel die Lösungen schütteln. Wir müssen es eigentlich nur noch aufgreifen und umsetzen. Aber gut, eins nach dem anderen. Ich denke, wir binden es jetzt hier ab. Wir haben intensiv diskutiert, mehrere Stunden zum Thema miteinander verbracht. Wir wissen, Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht. Inklusion tut allen gut. Ich glaube, das ist eine Aussage, die können wir von heute mitnehmen. Und der Wille der Gesellschaft, unser Gemeinwesen weiterzuentwickeln in ein Gemeinwesen, das wirklich allen die Chance bietet, wirklich mitzumachen, teilzuhaben, der Wille ist heute einmal mehr ganz deutlich geworden. Wir wollen eine Gesellschaft, in der es normal ist, verschieden zu sein. Wir haben Bedarfe, Erfordernisse, wir haben Möglichkeiten aufgezeigt. Wir nehmen die mit. Wir werden uns mit den Ergebnissen der heutigen Tagung beschäftigen. Wir werden uns intensiv damit befassen und wir wollen sie natürlich auch weiter bearbeiten. Zum Schluss noch eine kleine Geschichte. Ich habe ja auch mit einer Geschichte angefangen. Also ich hatte kürzlich Besuch von Freunden aus Berlin und der
Mann in der Truppe ist blind. Wir haben einen Hund und der muss jeden Tag spazieren gehen, das fordert er auch ein. Also sind wir losgezogen zu einem Spaziergang durch den Wald. Und ich war so intensiv damit beschäftigt, den Waldboden immer abzusuchen, nach Stolperfallen, meinen Freund um Baumwurzeln herumzuführen. Also ich war wirklich intensiv beschäftigt und dachte schon, kriege ich super hin. Bis er mich darauf aufmerksam machte, du, mir schlagen hier ständig irgendwelche Zweige ins Gesicht. Was will ich damit sagen? Ich glaube, wir sind schnell bei der Hand zu sagen, wir wissen schon alles, wir haben das Problem komplett erkannt und wir haben auch die perfekte Lösung. Davon sollten wir uns erstmal ein bisschen verabschieden, öfter mal wieder innehalten, nochmal genauer hinschauen, hinhören, immer im Gespräch bleiben. Wir Grünen ganz besonders, aber ich weiß Sie auch, wir wollen damit in Kontakt bleiben mit Ihnen, mit euch allen, mit den Experten, den Betroffenen, den Mitgliedern vieler Verbände, die heute auch hier anwesend waren, mit Kolleginnen und Kolleginnen aus Politik und Verwaltung und mit allen anderen, die heute hier waren und mit Interesse zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt mit Ihnen. Bleiben Sie uns gewogen. Ich bedanke mich, dass Sie alle gekommen sind, so lange ausgeharrt haben. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, Ihnen einen guten Heimweg zu wünschen. Kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen.